Ja, Schrödi, es wird einen Grund haben, warum dieser eine Knopf rot ist. Ne? Damit man drauf drückt zum Aufnehmen. Ja, was soll's. Jedenfalls, willkommen zu diesem Video. Thema heute bezieht sich eigentlich eher auf das vorhergehende Video. Da hatte ich wiederum versprochen, dass ich euch noch ein Video nachreiche bezüglich dieser Vorrichtung für die Stichsäge. Das war diese kleine Vorrichtung hier. Ja. Mit der man Stangenmaterial aller Art schön mit der Stichsäge absägen kann. Ist ein kleiner Anschlag dran, wunderbares kleines Teil. Das Ganze lief dann unter der Prämisse, beziehungsweise wird unter der Prämisse laufen, dass man auch hier so wenig Werkzeug wie möglich verwendet. Fünf gerade sein lassen ist das Motto und Bastian mein Name. Ich grüße euch. Wie gerade angedeutet, geht es in diesem Video primär darum, wie man so eine Vorrichtung mit wenigen Mitteln hinbekommt. Für all diejenigen unter euch, die jetzt einfach nur eine Quick-and-Dirty-Lösung suchen, da habe ich euch auch eine Idee, die funktioniert im Prinzip genauso gut, ist halt nicht so bequem und nicht so schick, aber funktioniert auch. Link unten in der Beschreibung ist ein separates Video. Übrigens, bevor die Frage aufkommt, ja, es gibt einen Plan, ich habe ihn unten in der Beschreibung verlinkt, da könnt ihr nochmal nachgucken. Apropos Thema Planung, ja, das ist eine ganz leidige Sache, da wird immer gleich abgeschalten, ich sehe das an den Statistiken, aber es ist so, wenn man werkzeugtechnisch eingeschränkt ist, dann muss man mit dem arbeiten, was man hat, und das setzt voraus, dass man sich, bevor man loszieht und irgendwas rumbastelt, ja, ein bisschen mehr Gedanken machen muss. Das heißt jetzt, was diese Schablone angeht, schauen wir uns die erstmal an. Schwer zu erkennen, Blödsinn ist eine Spezialität von mir, von daher mal wieder zurück zu unserer Vorrichtung. Die liegt jedenfalls hier vor uns, eingespannt einfach mal ein Stück Aluminium hier und an dieser Stelle möchten wir einen schönen geraden Schnitt irgendwie mit unserer Stichsäge dahin bekommen. Gut, Stichsägen sind dafür nicht besonders gut geeignet, aber wenn wir nichts anderes da haben, damit möchten wir es jetzt möglichst gut hinbekommen. Das heißt, um hier einen Rundschnitt hinzubekommen, wäre es natürlich von Vorteil, wenn man die Stichsäge auch irgendwie entsprechend führen könnte. Das würde die Sache vereinfachen. Ist auch möglich, bedingt wohlgemerkt. Eine Stichsäge hat eine Grundplatte, die ist meistens parallel ausgelegt zum Stichsägenblatt. Das heißt, diesen Umstand können wir nutzen, indem wir uns hier einfach einen Anschlag basteln und hier einfach eine Kante vorsehen, an der dann die Grundplatte entlang fahren kann. Und daraus erfolgt dann automatisch eben unser schöner Kraterschnitt. So, das heißt aber auch, die Stange, das Stangenmaterial, das Profil sollte natürlich nach Möglichkeit rechtwinklig zu unserem Anschlagwinkel gespannt werden. Das heißt, wir bräuchten hier nochmal eine schöne, saubere Kante. So viel jetzt zur Theorie. Was heißt das jetzt für uns? Ganz einfach. Wenn wir diese Vorrichtung bauen und kein anständiges Werkzeug da haben, um das gerade zu sägen, ja, angenommen wir haben wirklich nur die Stichsäge da, müssen wir uns was einfallen lassen, wie wir diese, sage ich mal, mindestens zwei Kanten hinbekommen. Welche zwei meine ich? Also nochmal die vom Anschlag. Hier brauchen wir eine absolut saubere Kante. Wir brauchen die der Backe. Optimal wäre, wenn wir sogar noch die gegenüberliegende sauber hinbekommen würde. Und von der Gegenseite, wenn man das ganze Ding mal umdreht, seht ihr hier, da haben wir noch mal zwei Kanten, wenn die halbwegs gerade wären. Das wäre nicht schlecht. Alle anderen Kanten, ja, die wir hier umlaufend haben, ja, die könnt ihr zur Not, wenn ihr wollt, mit den Zehen reinknabbern. Es ist vollkommen wurscht, wie die aussehen. Ja. Die interessieren uns technisch gesehen nicht. Wenn man jetzt hingeht, im Baumarkt ist es üblicherweise so, wenn ihr dann Plattenmaterial besorgt, ne, ihr kriegt das ja zugeschnitten. Und da haben wir, weil normalerweise dort alles rechteckig zugeschnitten wird, definitiv schon mal vier schöne Kanten. Und genau diese vier Kanten können wir benutzen. Das heißt, wir sind nicht darauf angewiesen, das unbedingt mit der Stichsäge hinzukriegen. Ne? Das heißt, wenn ich nochmal kurz auf unseren Plan gucke, wenn wir hingehen und unsere Teile jetzt so anordnen, ja, dass die jeweils guten Kanten, ich nenne es jetzt einfach mal Gutkante,
nach außen zeigen. Das heißt, wir hätten hier einmal unseren Anschlag auf der einen Seite und wir hätten auf der anderen Seite beispielsweise die Backen. Und wenn wir dann eh dabei sind, dann können wir hier unten diese Brücken, ich nenne es jetzt einfach mal Brücken, ja, Teile, auch hier anordnen. Und schon habt ihr automatisch auch zum Beispiel jetzt einen kleinen Schnittplan. Wir hätten die Außenmaße, die sind auch schon gar. Ach übrigens, ich vergesse für all diejenigen, die es ein bisschen genauer wollen. Wir haben hier 1, 2 Schnitte. Diese 2 Schnitte sollte man theoretisch noch in den Endmaßen mit einrechnen. Das heißt, in meinem Fall wären das hier diese 370 mm Länge, ja, plus 2-mal Sägeblattbreite, na, wenn man es genau haben will. Aber ja, Kirche im Dorf lassen, das reicht uns. Ich hoffe, ihr versteht, warum es sinnvoll ist, sich vor der Arbeit einfach mal Gedanken zu machen, bevor man rumjammert, dass man sagt, ich könnte das nicht machen, weil ich kein Werkzeug habe. Also irgendeine Möglichkeit gibt es immer. Das ist auf jeden Fall ein sehr gangbarer Weg. Das mache ich auch öfters und kann ich nur empfehlen. Macht es einfach so. Nutzt Kanten, die schon sauber sind, für eure Arbeiten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich jetzt hier auf meinen Spickzettel gucken muss, weil das sind doch ein paar Punkte mehr, als mein kleines Köpfchen sich merken könnte. Ja, jedenfalls, ich möchte jetzt ganz kurz nochmal schnell dieses benötigte Werkzeug durchgehen. Und zwar folgendes, was wir auf alle Fälle brauchen, ist ein Schraubstock, beziehungsweise irgendetwas, wo ihr diese Vorrichtung auch hinterher spannen könnt. In meinem Fall ist es ein Schraubstock, aus diesem Grund habe ich die Vorrichtung auch für einen Schraubstock ausgelegt. Ja, wenn ihr euch, wie gesagt, fragt, was eigentlich diese Ausklinkung hier hinten soll, die ist genau dafür gedacht, dass man das in den Schraubstock reinbekommt. Ja, wenn ihr jetzt natürlich keinen solchen Schraubstock habt, sondern weiß nicht, eine Vordersange oder irgendeine Werkbank, wo eine integriert ist, dann könnt ihr das halt entsprechend anpassen. Aber in meinem Fall, ich lege dieses Ding jetzt einfach für einen Schraubstock aus. Dann kommen wir zu dem Material. Ich habe in dem Fall einfach eine stinknormale Siebdruckplatte genommen. Da reichen 12 bis 15 mm. Das ist eigentlich relativ, wie sagt man, geldbeutelschonend. Das tut's auf jeden Fall. Ich hatte euch versprochen, dass wir uns werkzeugtechnisch hier ein kleines bisschen zurückhalten. Und dann tun wir das auch. In dem Fall beginnen wir einfach mal mit ein paar Bohrern. Bohrer hat jeder ein paar zu Hause. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Ja, wir brauchen hier einen etwas größeren zum Anbohren der Langlöcher. Also das Ding sollte so groß sein, dass euer Stichsägenblatt durchpasst. Und noch einen etwas kleineren für die Schrauben zum Vorbohren. Ne? Was uns direkt zum Senker führt. Sowas wäre toll, wenn das da wäre. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Geht auch ohne. Muss man halt ein bisschen improvisieren. Der nächste Punkt ist jetzt auch optional. Und zwar, das ist ein Sterngriff mit passender Einschlagmutter oder ja auch als Rampamuffe bekannt, ja, also die Dinger kennt ihr ja. Was ihr da nehmt, müsst halt auf die Materialstärke achten. Es macht den Umgang mit der Vorrichtung nur einfacher, aber es geht auch ohne. Natürlich dürfen auch Schrauben nicht fehlen. Wer keine daheim hat, ich rate euch immer, kauft euch da einfach so ein kleines Starter-Sortiment. Da sind immer eine ganze Menge verschiedene Schraubengrößen mit drin und die sind eigentlich immer genial für Heimwerker. Da hat man immer ein bisschen Auswahl. So, und damit die Pfoten hinterher heile bleiben, wäre es ganz toll, wenn man die ganze Sache irgendwie schleifen könnte. Das heißt, ihr braucht irgendein Schleifmittel, was auch immer, was ihr halt da habt, ne? Und dann kommt schon mein heiliges Pfuscherband. Ja, also folgendes. Es ist auch nur optional, braucht ihr nicht wirklich. Doch, eigentlich man braucht es. Quatsch, Blödsinn. Also ihr könnt drauf verzichten. Aber ich garantiere euch, solltet ihr jemals in die Verlegenheit kommen und euch so ein doppelseitiges Klebeband besorgen, ihr werdet es lieben, ja. Und was wäre nur eine Stichsägenvorrichtung ohne Stichsäge? Genau ein zum Scheitern verurteiltes Projekt. Das heißt, ich möchte keinen Kommentar hören von wegen, was mache ich, wenn ich keine Stichsäge habe? Und zu guter Letzt natürlich irgendeine Möglichkeit zu bohren. Ne? Toll wäre natürlich irgendeine stationäre Bohrmaschine, irgendeine Bohrstände oder sowas. Aber wie gesagt, Hauptsache ihr bekommt da irgendwie Löcher rein. Anzeichnen sollten wir auch. Das heißt, Stifte wären nicht schlecht. Gut wären Edding und etwas, womit man auf der Siebdruckplatte aufzeichnen kann. Da habe ich euch einen kleinen Tipp. Ich verwende dafür Schweißerstifte. Die verwenden Schweißer. Die sind eigentlich relativ, ja, wischfest und man sieht es halt einfach gut. Es ist nur so ein kleiner Tipp, wenn euch da mal welche besorgt. Super hilfreich bei Siebdruckplatten. Gut. Zuerst gehen wir jetzt einfach mal hin und zeichne diese einzelnen Schnittkanten ein. Ja. Dann noch ein kleiner Tipp. Schnappt euch einfach einen Edding. Das wäre so die beste Option.
man das recht wischfest und markiert euch die Gutkanten. Das heißt, die Kanten, die sauber sind und auch sauber bleiben sollen. Ja, nicht, dass man das aus Versehen dreht. Geht jetzt einfach hin und markiert euch mit dem Edding diese guten Kanten. Ja. Was uns dann direkt zum Zuschnitt bringt. Das heißt, wie gesagt, ich habe jetzt hier einfach die Kappsäge genommen. Ihr könnt das zerhauen mit was immer ihr wollt. Haben wir alles zugesägt und die Finger sind auch noch dran. Das ist gute Sache. Jedenfalls, jetzt können wir dann mal die ganzen Bohrpositionen anzeichnen. Das ist eigentlich auch recht schnell erledigt. Übrigens, einen kleinen Tipp. Wir haben hier zwei ähnliche Teile, beziehungsweise zwei fast identische Teile. Das heißt, wenn ihr sowas habt, dann geht doch einfach hin, schnappt euch die Teile. Ich habe in dem Fall jetzt auch mein doppelseitiges Klebeband genommen, ein bisschen was drauf gemacht und einfach damit man es fixieren kann, damit es sich verrutscht. Ihr könnt es dann aneinander haften, ein bisschen dran drücken und dann haut da einfach mal schnell zwei Schrauben rein. Das reicht schon. Und schon habt ihr die zusammen und dann könnt ihr die auf einmal bearbeiten und habt mit einem Arbeitsgang habt dann gleich beide gemacht. Nur so eine kleine Idee. Spart ein kleines bisschen Zeit. Wir wären jetzt auf jeden Fall bereit für den spaßigen Teil. Das heißt, wir verbohren jetzt alles, was wir können und falls möglich die Bohrung am besten jetzt auch gleich senken. Und dann können wir schon mit dem gemütlichen Teil anfangen. Das heißt, die ganzen Langlöcher mit der Stichsäge schön gemütlich ausschneiden. Lasst doch da einfach ein bisschen Zeit, nicht hotteln, ne? An der Stelle auch noch ein ganz kleiner Trick von mir, und zwar, wenn wir solche kurzen Strecken haben, die wir mit der Stichsäge sägen, ja, bekommen wir da eigentlich recht gerade und sehr saubere Schnitte noch hin, indem wir einfach einen kleinen Trick verwenden, und zwar, ich nehme dafür einfach meinen Daumen, ja, der dient dann quasi als Anschlag für die Stichsäge. Passt dabei aber bitte auf und kommt nicht auf die dumme Idee, mit der Hand bzw. mit den anderen Finger um das Werkstück zu greifen. Das könnte wehtun. Jetzt ist dann langsam Zeit, dass wir den Anschlag montieren können. Wie machen wir das? Ganz einfach. Zuerst schnappt ihr euch mal die Backe, und zwar die mit dem längeren Langloch. Ja? Legt euch einfach hin. Dann holt euch die Stichsäge und legt einfach mal die Stichsäge auf die Backe drauf. Und zwar mit eingespanntem Stichsägeblatt. Das Stichsägeblatt, das vermittelt ihr in dem Langloch einfach. Ja? Wenn ihr das in etwa mittig habt, dann geht ihr hin und zeichnet es auf der einen Seite einfach an. Ganz wichtig, bitte an der Vorder-, an der Gutkante, an der guten Seite, ja, da brauchen wir das, da müssen wir nämlich hinterher diesen rechten Winkel abnehmen. So, jetzt können wir dann einfach unseren Winkel anlegen und einfach mal einen Anriss machen. Das ist jetzt, wie gesagt, unsere Kante, da kommt nachher der Anschlag drauf. Ich habe jetzt einfach wieder mal mein Pfuschband geschnappt, also das so doppelseitige Klebeband, einfach eine kleine Ecke genommen, draufgeklebt, seht ihr unten in der Ecke, wirklich nur in der Ecke, nicht zu lang, nur da unten, das reicht vollkommen. Und dann nehmt ihr den Anschlag und tut ihn einfach mal ganz leicht drauflegen, bisschen ausrichten, einmal kurz festdrücken, das reicht schon vollkommen. Ne? Jetzt kann man hingehen in dem Moment und einfach mal eine Schraube, wie gesagt nur eine einzige, an dieser Ecke, wo das Klebeband ist, einschrauben. Ne? Das ganze Ding wird sich jetzt ein bisschen verziehen. Das macht nichts, ne? Das kann man nachher wieder ausrichten. Alles halb so wild, wie gesagt, einfach nur mal mit einer Schraube fixieren und fertig. Mehr ist es nicht. Ihr seht, bei mir hat sich es auch gerade verdreht beim Einschrauben, ganz normal. Aber jetzt geht er einfach hin, nehmt er wieder euren Winkel, haltet ihn wieder dran oder nutzt den Anriss, könnt ihr jetzt halten, wie ihr wollt. Jedenfalls richtet es einfach noch mal ein bisschen aus, ja? Und dann können wir das sogar festspannen, super Sache. Und jetzt können wir die restlichen Schrauben schön sauber reinmachen, ja? Und da verstellt sich dann nichts mehr. So, der nächste Schritt ist jetzt der optionale Schritt. Das heißt, wir setzen jetzt die Bohrung für das Einschraubgewinde, also für diese Rampamuffe, für den Sterngriff. Das heißt, wenn ihr das nicht verwenden wollt, könnt ihr den ganzen Schritt überspringen, beziehungsweise ihr habt ja auch gar kein Langloch, das ihr jetzt einfach auf die Backe übertragen könnt. Das heißt, ihr schiebt einfach mal alles zusammen, die beiden Backen, und übertragt das Langloch vom Anschlag auf die eine Backe. Mit dem Anriss ist es jetzt relativ einfach, die Bohrposition auch anzuzeichnen. Der Grund, warum das jetzt nicht in der Zeichnung mit drin ist, ist ganz einfach.
die Stichsägen haben unterschiedliche Schuhbreiten. Ja? Das heißt, es hätte nichts gebracht, wenn ich da irgendein Maß genannt hätte. Ja? Das variiert einfach ein bisschen. Von daher, das können wir jetzt einfach auf die Art machen. Bezüglich der Vorbohrdurchmesser, da müsst ihr beim Hersteller gucken. Ja? Also die geben das in der Regel vor, was für Durchmesser das sein sollten, dass das halbwegs klappt. Ja? Jedenfalls nach dem Bohren auch senken wäre nicht schlecht, von beiden Seiten ein bisschen. Und dann je nachdem, was für eine Muffe ihr da habt, ja, da gibt es wie gesagt verschiedene. Ich habe eine genommen, die man einschlägt bzw. einpresst. Das heißt, ich gebe dann mit dem Hammer einfach nur einen kleinen Klopf drauf, bis sie hält und spannt das Ding einfach in den Schraubstock und drücke einmal kräftig und dann sitzt das Teil. Ja. Wichtig ist aber wirklich nur, es darf nichts überstehen, ja, weil da liegen hinterher die Backen von der Schraubzwinge oder von der Vorderzange oder was auch immer mit drauf. Und da sollte man gucken, dass man da möglichst ebene Fläche haben, sonst noch ein bisschen gewurschtelt. Es würde nichts machen am Ergebnis, vom Schnittergebnis würde sich nichts verschlechtern hinterher, aber es ist einfach ein bisschen nervig, wenn da was rumgackelt. Das gleiche gilt im Übrigen auch für den Sterngriff, ja, das heißt, den sollte man auch kürzen, wenn er zu lang ist. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch die Backen mit den Brücken verbinden. Auch hier mache ich wieder den Pfuscher, ja, das heißt, ich schnapp mir einfach mein doppelseitiges Klebeband, ja, und klebe mir davon einfach was auf die Brücke, also wirklich auf die ganze Länge schön drauf. Ja. Und leg einfach dann die Backe dran. Das kann man schön gut ausrichten jetzt, ja. Sobald es halbwegs passt, ja, wenn euch sicher seid, dass nichts mehr übersteht, einmal richtig zusammendrücken und dann hebt das schon ganz gut. Ja, dann kann man es nämlich einspannen. Und bei der Gelegenheit könnt ihr jetzt eure Schraubenlöcher anzeichnen. Ich habe es jetzt auch hier nicht im Plan eingezeichnet, denn ich weiß ja nicht, was für Plattenstärke ihr habt. Ne? Dann würde er nicht hinhauen. Ja. Und damit es uns die Platte nicht sprengt, ja, wäre es nicht schlecht, wenn man auch hier vorbohren würde. Ja. Wäre jetzt schade drum, wenn wir es jetzt an der Stelle vermasseln. Deswegen wieder bohrt vor. Und dann können wir gleich auch noch die Schraubenköpfe versenken. Das heißt, schnappt euch einen Senker, senkt das ganze Ding. Die Schraubenköpfe sollten wirklich eben sein. Da sollte nichts überstehen. Das gleiche Spiel drehen wir natürlich auch mit der anderen Seite. Und mir ist hier aufgefallen, dass ich eine Schraube vergessen habe. Ja, das ist doch schon ganz schick. Ne? Jetzt noch den Sterngriff drauf und dann haben wir eine wunderbare kleine Vorrichtung gebastelt. Eines möchte ich an der Stelle noch erwähnen. Das hier, das habe ich extra für das Video so schicki gemacht, weil normalerweise Vorrichtungen, naja, die müssen funktionieren. Wie das aussieht, ist mir persönlich vollkommen egal. Ja, zum Glück ticken wir da alle komplett anders. Ja. Jedenfalls, das wäre mal soweit. Was natürlich jetzt noch fehlt, das kann man so gar nicht verwenden, ja. Woher sollen wir denn wissen, wie wir hier anlegen sollen, das Material? Ja, dann brauchen wir irgendwie was als Anschlag. Ne? Das heißt, ich bin jetzt einfach hingegangen und habe mir so eine kleine Anlegehilfe gebastelt. Das ist ein Stück Kunststoff. Ja? Ich habe da zufällig noch was da gehabt. Hab mir da einfach einen Keil abgesägt, zwei Magneten dran, anschließend so ein Klebeband drum und da konnte ich mir dann den Anriss setzen. Das Klebeband wirklich nur deswegen, weil weiß nicht, verwende ich eine andere Sägeblatt, ja, dann kann man es abnehmen, nochmal neu anzeichnen. Was ihr da verwendet, das könnt ihr alles Mögliche hernehmen. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur so Spaß aus der Freude, das muss nicht so aufwendig sein, kann man auch ganz einfache Sachen nehmen, gar kein Problem. Wie man das Ding jetzt bedient, das könnt ihr einfach in dem anderen Video, das ich am Anfang mal erwähnt hatte, nachgucken. Da habe ich erklärt, wie man dieses Ding benutzt. Und außerdem findet ihr auch noch unten in der Beschreibung, weise ich immer darauf hin, zu diesem Video auch einen Blogbeitrag, weil da gehe ich auf viele Sachen ein, die ich hier gar nicht erwähnen kann. Und was auch noch ganz wichtig ist, ich ergänze diese Beiträge. Das heißt, viele Vorschläge, die so kommen, die nehme ich damit auf und ergänze das. Kann man mit einem Video nicht machen. Einmal gedreht ist gedreht. So ein Beitrag, den kann man ergänzen. Also wie gesagt, ein kleiner Tipp. Video zur Bedienung, auch unten in der Beschreibung, könnt ihr gucken. Und Blogbeitrag gibt es noch mehr Infos zu dem ganzen Ding. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, war inspirierend. Ihr konntet hoffentlich einen Nutzen draus ziehen. Ciao zusammen.